Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen jetzt Wochenabschluss 2 für den Juli. Und ich kann schon mal spoilern, ich habe mein Ziel für diese Woche nicht erreicht. Ich habe viel, viel, viel mehr ausgegeben, als ich wollte. So, ich habe hier auch schon eingetragen, das hatte ich letzte Woche erwähnt gehabt, auf dem Hauskonto, wo ich mir ja nicht mehr sicher war, wie hoch die Summe ist. Das waren zwei Rechnungen, insgesamt 273,50 Euro habe ich hier schon eingetragen, einfach damit ich es nicht vergesse, weil sonst vergesse ich es und ich bin da einfach prädestiniert dafür. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich alles bei Leben ausgegeben habe. Ich habe einmal einen Wocheneinkauf gemacht mit 99,10 Euro. Dann muss ich weiter gucken. Habe ich ausgegeben, ich weiß es nicht mehr. Hä? Nur 99,10 Euro? Das kann aber nicht stimmen. Glaube ich. Also ich glaube, das stimmt nicht. Aber gut, wir tragen es einfach mal so ein. Wir haben heute den 14. Und es ist inzwischen wieder abends. Inzwischen sogar später Abend. Also 21:45 schon. Das wird jetzt noch echt zeitiger als letzte Woche. Das war kein Wort. Echt zeitiger. Das gibt's nicht. Egal, ihr wisst, was ich meine. Jetzt schauen wir mal, ob das stimmt, was... Das stimmt doch nie im Leben. 271, 81 sollten noch drin sein, aber das stimmt doch nicht. Niemals. Dieser Binder ist voll mit Kleingeld. Der ist also richtig, richtig dick. So, ich habe auch schon meine Platzhalter ausgetauscht. So, 271,81, also 200, 20, 40, 60, 70, oha, das stimmt echt, 71, aber mehr als 80 Cent, das sind 80 Cent, 81, dieses Kleingeld ist zu viel. Lasse ich aber wieder drinnen. Ich bin gerade voll überrascht. Ich habe nur 99 Euro diese Woche ausgegeben. Unter 100? Ja. Also, hätte ich nicht erwartet. Echt nicht. Ich habe gerade echt gesucht, wo ist denn da noch eine Summe? Ich habe doch nicht nur 99 Euro ausgegeben. Aber doch, ich habe nur 99 Euro ausgegeben. Das ist wunderbar. Schon richtig cool. So, dann tragen wir das hier gleich ein. So, dann bei Tanken. Einmal habe ich getankt, aber ich habe nur 20,03 Euro reingetankt, weil mir war der einfach zu teuer, der Sprit. Dann habe ich mir 2,50 Euro davon weggeklaut. Ich habe nämlich ein Parkticket gebraucht. Und Leute, ich sag's euch, München ist so teuer zu parken geworden. Es war ja letztes Jahr schon teuer, also vor einem halben Jahr, wie ich mit Milena in München war. Jetzt bin ich mit Damien in München. Jetzt ist es noch teurer, jetzt zahle ich 2,50 Euro und darf gerade mal nur eine Stunde parken. Das ist echt heftig. So, mein Mann hat auch getankt für 79,01 Euro. Dann haben wir ausgegeben 101,54 Euro. Und was waren drin? 400. 400 waren drin. Minus 101,54 Euro. Waren echt 400 Euro noch drin? Ich glaube schon. 298,46 Euro. Also wie gesagt, München parken echt unbezahlbar mittlerweile. Also eine Stunde, 2,50 Euro. Und ich bin da teilweise 2-3 Stunden. Dann könnt ihr euch ausrechnen, was einmal parken kostet. So, das hat mein Mann jetzt in der Umschulung genauso. Der muss da teilweise auch mit dem Auto fahren, weil jetzt aktuell die Züge nicht fahren wegen Unwetter. Und bei uns war halt so ein Sturm, dass die Gleisen jetzt erstmal repariert werden müssen. Und jetzt fährt er mit dem Auto, der zahlt auch für den ganzen Tag, für einen Tag 12 Euro. So, 250, 70, 80, 85, nein, da stimmt was nicht. Oder habe ich mich verzählt? 100? 250, 70, 80, 85, 83,
83,47. Also 46 Cent haben wir hier, das stimmt. Was hatten wir jetzt? 288,47. 9,99 Euro fehlen. Hä? Du hast schon für 70 Euro getankt, gell? 79. Ja, genau. 79,1. Ja. Den Cent habe ich draufgedacht. Also 79 plus meine 20,03 Euro plus die 2,50 Euro fürs Parken. Hä? Ich bin echt zu blöd zum Rechnen. 79 plus 20,03 plus 2,50. 101,53. Aber mir fehlen hier fast 10 Euro. Oder habe ich mich verrechnet gehabt? 400 waren drin. Minus 101,53, ja. Also die 47 Cent stimmen, hier diese 8 stimmen auch. Dann sollten wir 290 haben, die ich nicht habe. Ich habe hier 280. Hä? Habe ich irgendwo noch was ausgegeben? Ich war doch nur tanken und parken an dem Tag. Oder weißt du, was ich noch gemacht habe, wie ich in München war? Was habe ich denn noch gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht habe ich irgendwo Geld zu viel reingelegt. Müssen wir mal gucken. Also irgendwie ist jetzt diesen Monat der Wurm drin. Ich hatte letzte Woche das gleiche Problem schon. Komisch. Naja, wir packen es jetzt erstmal weg. Wir gucken mal in die anderen Umschläge rein. Aber ich trage jetzt das schon mal hier ein. 101,54 Euro. So, dann bei der Drogerie. Da hatte ich ja hier diese 10,95 einmal ausgegeben. Und dann habe ich einen Einkauf gemacht. Ja super, jetzt muss ich mir das echt alles zusammenrechnen. Nee, ich ziehe jetzt einfach das von Gesundheit ab. Das ist, glaube ich, leichter. So, 26,90 habe ich in der Drogerie ausgegeben. Dann haben wir, oder sollten wir übrig haben, 12,15 Euro. Bin ich mal gespannt. Also mein Umschlag ist auf jeden Fall richtig prall, dieser Binder. Und das stört mich, weil der geht kaum noch zu. Also 10 Euro, 11, 12, 15. Das stimmt. Der Umschlag stimmt. So, bei Spiel und Spaß habe ich da Geld ausgegeben. 49 sollten drin sein. Ich glaube, die sind auch noch drinnen. 20, 30, 40. Ja, die sind noch drin. Da haben wir nichts ausgegeben. Bei Dampfen habe ich aber Geld ausgegeben. Und zwar... Wo habe ich es? Ups. 30,28 Euro. 72 waren drin. Dann sollten wir jetzt noch haben 41,72. Also ich bin heute echt... Der Tag ist zu spät, um noch vernünftig rechnen zu können. Ich glaube, für mich ist der Tag immer zu spät, um vernünftig rechnen zu können. Mein Mann hat sich vorhin schon beschwert, dass ich im Kopfrechnen nicht die hellste Kerze bin. Ich habe gesagt, du bist nicht die schnellste Kerze. Ist das Gleiche, kommt das Gleiche raus. Was hast du gesagt? Also, 35,
40, 41, 72. Auch das stimmt auf den Cent genau. Was ich auch echt cool finde. Die Budget Sheets, die fülle ich wieder alleine aus, weil sonst dauert das Video einfach zu lange. So, also ausgegeben hatten wir 30,28 €. Bei Garten habe ich ausgegeben 13,50 €. Ich habe nämlich nochmal Hühnerfutter gekauft. Das Hühnerfutter kostet mehr als 13,50 €. Ich habe aber noch einen anderen Umschlag, den ich euch hier nicht zeige. Nur hat da jetzt das Geld einfach nicht gereicht. Deswegen habe ich aus Garten draufgelegt. Dann sind wir bei 32,70 €, die jetzt noch übrig sein sollten. Und ich glaube, das können wir schon sehen. Also hier nämlich 30, 31, 32, 70. Das stimmt. So, bei Kleidung habe ich nichts ausgegeben. Bei Gesundheit habe ich ausgegeben 22,95 €. Was ich da gekauft habe, habe ich euch im DM-Haul gezeigt. Das war so ein Mückenstichentferner und der ist ja richtig cool. Ja, er tut weh. Also es tut echt weh. Gut, je nachdem an welcher Stelle man ist, tut es wie so ein Tattoo-Schmerz weh. Wie beim Tattoo-Stechen. An manchen Stellen tut es gar nicht weh. Aber das hilft richtig, richtig gut. Und sogar der Kleinste bei uns, der liebt es. Wenn der Mückenstiche hat, dann kommt er direkt damit angelaufen, weil er das haben möchte. So, wir sollten jetzt in Gesundheit noch drin haben 69,55 €. 50, 70, ach, das ist der falsche Umschlag hier. Ich denke mir, wieso ist da so viel Geld drin, aber es ist der falsche Umschlag. Hier sind 44,50 € drin. Dann haben wir 60, 65, ja, das stimmt. Da haben wir die richtige Summe. Bei Amy habe ich auch Geld ausgegeben. Da habe ich ausgegeben einmal 30 € und einmal 15,35 €. Ich habe ihr einmal eine neue Krallenschere gekauft und dann haben wir Flohmittel gebraucht, weil wir irgendwie Flöhe eingeschleppt haben. Und ja, das Zeug war teuer. So, wo habe ich Amy stehen hier? 45,35 €. Und was waren drin? 182,50 € waren drin. Minus 45,35 €. Dann sollten es jetzt noch sein 137,15 €. Dann gucken wir mal, ob das stimmt. Ich muss diesen Monat auf jeden Fall noch Hundefutter kaufen, denn mein Vorrat ist jetzt dann leer. Wir haben den letzten Sack, den ich im Vorrat hatte, aufgemacht und der ist jetzt, ich glaube, noch ein Viertel, was da drin ist, oder? Okay, keine Antwort. Was sagst du? Ich war beschäftigt, muss gerade gucken. Hundefutter. Haben wir jetzt, glaube ich, noch einen viertelten Sack, gell? Ja, nicht ganz. Also, da wirst du Montag, Dienstag auch einen Sack holen müssen. Ja, ich hole eh gleich mehrere, dass ich wieder Vorrat habe. 130. Bist du gerade. 36, 37, 15. Auch dieser Umschlag stimmt. Dann bei Schule habe ich ausgegeben genau 2 €. Ich habe nämlich der Milena Geld mitgegeben für Brotzeit kaufen. Genau. Ja, weil ich hatte kein Brot mehr. Und dann, oh Mann. Ich sollte nicht einfach nur abschreiben. So, ich hatte kein Brot mehr und dann habe ich ihr 2 € mitgegeben, dass sie sich in der Schule was kaufen kann. Der Jana kann ich nichts mitgeben, weil sie hat kein Geld, meine ich, weil sie hat kein Pausenverkauf in der Schule. So, sollen wir danach zählen? Ich glaube, das stimmt. Ich habe ihr nur 2 € rausgeholt und ansonsten mache ich nicht dran. Bei Geschenke habe ich nichts mehr ausgegeben und bei Hausreparatur auch nicht. So, Schatzi hat Geld rausgeholt, ich weiß aber nicht mehr wie viel, deswegen ich lasse das einmal leer bei deinem Sparumschlag.
Genau. Ja. Das trage ich im Nachhinein dann ein. Das lasse ich jetzt einfach mal offen stehen. Dann bei Auto, da haben wir Geld ausgegeben, 195 Euro. Weil, ja, wir einfach neue Autoteile brauchen, beziehungsweise mein Auto braucht neue Teile. Und ich brauche neue Reifen. Wir haben noch was draufgelegt, aber nicht aus dem Autoumschlag, sondern halt vom anderen Konto. 195 und dann sind noch drin, ich glaube, 3 Euro. Was hatten wir denn? 233 minus 35. Ja, 3 Euro haben wir jetzt noch im Autoumschlag. Wie viel? 3 Euro. Das ist aber viel. Gut, gell? Kannst mal gucken, ob du Reifen dafür kriegst. Ja, also ich glaube, so ein paar Barbie-Reifen. Ach, nicht mal die. So, bei Vereine haben wir nichts ausgegeben und Autosteuer auch nicht. So, dann mache ich einmal meine ganzen Kassenzettel zur Seite. Und dann können wir einmal zusammenrechnen, was wir ausgegeben haben. Ich rechne jetzt erstmal die variablen Kosten, wo ich ja das Hauptziel habe, Geld einzusparen. Die anderen Kosten sind ja absehbar, also wo man sagt, ja, das weiß ich. Also hier Haus zum Beispiel weiß ich, kommt auf mich zu. Auto weiß ich, Auto braucht Ersatzteile und so weiter, kommt auf mich zu. Und das hier oben sind variable Kosten. So, 30, 28, 50, 2 Euro. Okay, dann sind wir hier jetzt bei... Hä? Ich bin schon wieder zu blöd zum Rechnen. Das wird Taschenrechner, Leute, ich sag's euch. Das wird mit mir in diesem Leben nichts mehr. Mir bringt keiner mehr das Rechnen bei. So, jetzt aber. Jetzt sind wir bei 341,62 Euro. Okay, wir sind über diesen... Ja, aber immer noch irgendwie... Also, es ist okay. Lassen wir es einfach so stehen. Plus das Auto, plus das fürs Haus, was ich raus überwiesen habe. Dann sind wir hier bei 810,12 Euro. Die schreibe ich auch jetzt direkt so hin. Ich weiß, dass ich hier das noch eintragen muss. Das trage ich aber nach. So. 810 Euro haben wir diese Woche ausgegeben. In einer Woche, Leute. Nicht schön, wenn man dann so sieht, wo das ganze Geld hingeht. Aber irgendwie ja auch gerechtfertigt, ne? Also es sind ja auch dann irgendwie Summen, wo man weiß, die kommen auf einen zu. So, gehen wir über ins Spaßige. Wir spielen jetzt Sparspiele. So, jetzt habe ich wieder meinen Zettel vergessen an der Waschmaschine und ich habe wieder keinen Buntstift. Also ich bin wieder top vorbereitet. Aber ich habe 6-mal gewaschen. Das macht wieder 1,20 Euro plus 1,50 Euro für den Trockner, weil ich 3-mal getrocknet habe. Dann sind wir wieder bei 2,70 Euro, also genauso wie letzte Woche. Eigentlich auch ganz cool. Jetzt haben wir 2 Wochen hintereinander genau das Gleiche. Ach so, ich muss mein Spielgeld noch rausholen. So, ich hole jetzt 30 Euro raus, weil ich hatte ja, machen wir noch ein bisschen Kleingeld, dass das Kleingeld da rauskommt. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Geld dazugelegt. Ich glaube, was waren das? 7 Euro oder so, die ich dazugelegt habe. So. Also, 2,70 Euro kommen in die Geldwäsche. Plus 2,70 Euro, dann sind wir bei 146,20 Euro. Nur durchs Waschen, ich finde das ist so genial. So. 20 Cent habe ich jetzt aus meiner Schubladenbox geholt und hier nehmen wir 2,50 Euro. Also, dann sind wir bei 2,70 Euro. Und dann fangen wir wieder von hinten an. Wir haben letzte Woche das Sparnüffel nicht gespielt. Dann spielen wir das heute. Jetzt brauche ich meine Würfel.
Sollen wir mal gucken, auf welche Summe wir heute kommen. Also wir sind ja jetzt schon wieder bei den sehr, sehr hohen Beträgen. Also ich habe schon mal einen Viererpasch. Wenn wir jetzt noch eine 3 würfeln, dann habe ich Kniffel. Nee, wir bleiben beim Viererpasch. Dann sind es 12, 18 Euro. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. 3 mal 4 plus 6. Ja, 18 Euro. Plus die 92, die schon drin sind, dann sind wir hier bei 110. Also ist auch richtig krass. Das können wir hier auch gleich eintragen. 18. So, bei 110 sind wir dann. Schauen wir mal, vielleicht kann ich da ein bisschen wechseln. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 und die 2 Euro tue ich wieder zur Seite. Dann kann ich hier auch mal in den größeren Schein wechseln, sprich in den grünen. Also ich finde es ja immer ganz angenehm, wenn dann die Scheine möglichst groß in den ganzen Umschlägen sind. So, dafür lassen wir jetzt aber wieder Tombola aus. Ich weiß, ich hatte letzte Woche gesagt, ich will Tombola zu Ende kriegen, aber haben ja nichts mehr zum zu Ende kriegen. So, dann kommen wir zu Freddy. Da fehlt mir immer noch eine 1, um ans Ende zu kommen. Das Spiel bekommt ihr bei mir im Etsy-Shop und auch noch andere Spiele. Schon wieder eine 6. Also die Würfel wollen nicht, dass ich das Spiel zu Ende spiele. So, dann gehen wir zur 5-Euro-Challenge. Da tue ich wieder einen 5-Euro-Schein rein. Und ich sag's ja, ich habe schon wieder keinen Buntstift, also ich bin echt super vorbereitet jedes Mal. Ich setze mich einfach spontan hin, um das Video zu drehen und ich habe einfach nichts. Also ich bin echt einfach nicht vorbereitet, weil ich mir so denke, ja, ich brauche meine Umschläge, ich brauche meine Bücher, das war's. So, ach, wir haben jetzt hier übrigens schon 60 Euro in der 5-Euro-Challenge, was ich auch richtig cool finde. So, dann haben wir die Würfel-Challenge. Eine 4. Muss mal gucken, ob ich kleiner wechseln kann dann. Ob da Kleingeld drinnen ist. Ja. Eine 4. Ah, das ist hier die letzte 4. Die letzte. Und schaut, ich habe schon wieder nicht ausgetauscht. Das Budget-Sheet. Dann sind wir jetzt bei 57 Euro. Kann ich bestimmt auch einmal das Kleingeld rauswechseln. 20, 40, 50, 55, 57, anders geht's nicht. So, dann trage ich die 4 hier noch ein. Und dann haben wir noch hier die Puzzle Challenge und 50 Cent bleiben übrig. Bei der Puzzle Challenge, da würfel ich jetzt auch nicht, da tue ich jetzt auch einfach nur eine 3 ankreuzen, weil ich hier eben noch 3 Euro habe. Hier ist noch eine und hier unten ist noch eine. Ich mache jetzt die da oben. Plus 3. Dann sind wir bei 77 Euro, die hier drin sind. Und die 50 Cent tue ich wieder zurück in den Spielgeldumschlag. Die können wir dann nächste Woche irgendwo verspielen. So, dann streichen wir das noch kurz zusammen und dann war's. Achso, Urlaub muss ich durchstreichen, weil Urlaub kriegt jetzt schon wieder nichts, weil da fangen die Challenges ab 5 Euro an. So, jetzt streichen wir noch zusammen und dann war's das für diese Woche auch schon wieder. 32,17 Euro. Ja, kommt tatsächlich hin. Ne, 70, nicht 17. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!